Rivalitäten zu gewinnen, ist ein guter Weg, den Respekt deines Teams und der Rennstelle zu gewinnen. So können wir bessere Verträge aushandeln. Dein erster Rivale ist immer dein Teamkollege. Aber du kannst dich frei entscheiden, wen du zum Rivalen erklären willst. Je stärker der Rivale, desto mehr Respekt kannst du gewinnen. Oder verlieren. Das erste Rennen der Saison ist immer etwas schwierig für uns auf der Strecke, aber auch für das Team in der Werkstatt, da das Auto nach dem Wintertest zum ersten Mal gefahren wird. Je konstanter dein Spritverbrauch ist, in der gnadenlosen Welt der Formel 1 sind freie Trainings ein wesentlicher Teil jedes Rennwochenendes. Während deiner Formel 1-Karriere kannst du diese Trainings nutzen, um Trainingsprogramme abzuschließen, bei denen du die Strecke kennenlernen und Punkte verdienen kannst. Mach dir keine Sorgen um die Reifen, gib einfach alles. Bei diesem Test wollen wir möglichst nah an die Zeiten unserer Konkurrenten herankommen. Wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen.
Wir sind der Meinung, dass Benzinmischung 1 für diese Session am besten wäre. Dadurch schonen wir den Motor etwas. Bitte sorge für ein paar konstante Rundenzeiten. Wir benötigen brauchbare Daten, damit wir die Rennstrategie ausarbeiten können. Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Bleibt. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so.
hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 34,8. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:34,2. Du führst das Feld an. P1. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. In diesem Programm schauen wir uns das ERS-Management an. Es geht darum, deine Batterie über die Runde effizient zu verwalten und deine Zielzeit zu erreichen. Die Einstellungen zum ERS-Einsatz werden in der MFA verwaltet.
Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1 Minute 30,7. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Herr Witzbold, Albon und Lewis Hamilton. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Toller Tag. Wie denken Sie? Harte Arbeit. Ist es heute Zeit für Ihr Debüt in der Formel 1? Sie sind sicher außer sich vor Freude. Also, wie kommen Sie mit Ihrem Team zurecht? Fügen Sie sich gut ein? Was erwarten Sie von dieser Saison? Wollen Sie sich erst einmal in der Formel 1 zurecht? Danke für den Kommentar.